Ja, die erste Nachlese zum Talk mit der PDF, der Partei des Fortschritts, Vorsitzender und beziehungsweise Parteisprecher und zwei andere waren da. Ja, da war ein Punkt, wo ich noch was korrigieren muss. Es war die falsche Vorstellung im Raum, dass die Partei nun eventuell gar nichts zu sagen hätte, wenn wir echte Basisdemokratie machen und die WählerInnen konsensieren lassen. Nein, die Partei kann ja ruhig eine von fünf Reformvorschlägen, einen von fünf Reformvorschlägen oder Reformvorschlagsgruppen machen. Ich zeige das nochmal kurz. Also hier. Ja, also so. Wenn man das die nächste Seiten, also wenn man sich das untereinander vorstellt, dann ist das sozusagen ein Wahlprogramm als Volksentscheidswahlprogramm. Liebe Wählerinnen, Sie bekommen bis zu fünf verschiedene Reformalternativen, zum Beispiel zum Thema Gesundheitsreform hier. Gesundheitsreform, hier stehen jetzt nur drei, aber bis zu fünf unterschiedliche Reformen werden nebeneinander gestellt. Einen Vorschlag davon oder eine Gruppe von Vorschlägen kann ja dann die Partei entwickeln, die jeweilige Partei entwickeln. Und ansonsten sammelt sie die Gruppen an Vorschlägen, die es sonst noch gibt auf der Welt, unter anderem den Vorschlag der Next Scientists for Future.de. Und dann dürfen die Wählerinnen konsensieren. Ja, und vor allem hört dann genau das hier auf. Es hört nämlich auf die Katastrophe Parteiprogramm. Denn ist es Ihnen noch wahrscheinlich auch so gegangen wie mir? Man liest die Parteiprogramme der Parteien, findet vielleicht fünf Punkte oder sagen wir mal vier Punkte erträglich und 16 Punkte eher weniger erträglich und trotzdem muss man sich entscheiden, muss dann gucken, dass man eine Partei findet, wo man vielleicht sechs Vorschläge erträglich findet und nur 14 unerträglich oder so und dann muss man sowas dann wählen, ja? Ist doch viel besser, wenn die Wählerinnen wirklich das sich aus allen Parteien am Ende über das Konzept Volksentscheid, Wahlprogramm und echtes basisdemokratisches Konsensieren sich am Ende die Wählerinnen selber aus der Palette aller Vorschlagsgruppen erst einmal ihre Favoritengruppe rauskonsensieren können und danach wird diese Gruppe dann, wenn nehmen wir mal an, die Gruppe, wo die Next Scientists for Future.de Reform drin ist, wird konsensiert von den Wählern. Dann wird das nochmal auf fünf Varianten aufgesplittert und dann können die Wählerinnen vielleicht eben in einem Vorwahlen-Mini-Volksentscheid der Wahlleiter dann nochmal das endgültige Ergebnis festlegen. Und dann haben wir wirklich eine lebendige Demokratie. Und was unterscheidet dann noch die Parteien? Erstens die Qualität der hier angebotenen Reformen. Wie gut ist die Partei darin, unterschiedliche Reformvorschläge und Vorschlagsgruppen zu bilden und den Wählern wirklich verständlich zur Auswahl anzubieten? Und wie gut ist der eigene parteiinterne Vorschlag? Also zum Beispiel einer dieser fünf wäre dann ja nach dem Würfelprinzip ausgewürfelt von der Position her, dann von der Partei selber. Und entscheidend ist dann auch noch für die Wählerinnen, nehmen wir mal an, sie entscheiden sich für diesen Vorschlag und wollen den haben als Wähler, dann steht ja darunter, ob die Entwickler dieser Reform als Experten auch bei der Durchführung der Reform der kompetenten Durchführung der Reform überhaupt zur Verfügung stehen würden oder nicht, oder dieser Partei eben nicht zur Verfügung stehen würden. Das wird dann ein Kriterium sein. Das heißt, zum Beispiel, wenn es der parteieigene Vorschlag ist, dann steht natürlich drunter, ja, da wir den selber entwickelt haben, unsere Experten stehen natürlich auch bei der Durchführung zur Verfügung. Ja? Aber da werden die Wähler schauen, aha, da ist mein Vorschlag, den ich befürworte, also meine Wahlalternative, zum Beispiel meine Variante der Gesundheitsreform, die ich bevorzuge hier, Gesundheitsreform, eine von den fünf oder von dreien hier, die ich bevorzuge, die steht in dem Programm drin.
Und es steht noch dabei, dass die Experten zur Verfügung stehen, auch für die kompetente Umsetzung dieses Programms, dann wähle ich eben diese Partei. Und so ist das, sieht dann die neue Politiklandschaft aus. Und das wäre ein Riesenfortschritt und das wäre dann auch wirklich echte Basisdemokratie. Ja, und dann haben wir eben nicht mehr die Katastrophe Parteiprogramm, sondern die Wähler haben am Ende wirklich die Möglichkeit, die Politik zu bekommen, die sie wollen und nicht, wenn sie eine Partei wählen, dann immer eine Politik zu bekommen, wo sie vielleicht 6 Punkte ganz gut finden und 14 Punkte eher mäßig finden, sondern sie bekommen wirklich die von ihnen gewünschte Politik, maßgeschneidert sozusagen. Und das ist doch ein, denke ich, ein Riesenfortschritt gegenüber früher. Ja? Also dann, damit wäre das Thema Katastrophe Parteiprogramm durch die Volksentscheid-Wahlprogramme gelöst. Ja, dann generell hat die Partei des Fortschritts wohl das Problem, dass sie zu sehr dem Satz anheimhängt, Geld allein mache glücklich. Aber Geld allein macht nicht glücklich. Was fehlt, ist die psychologische Intro, der Einblick in Menschen, dass das Wohlfühlen und das Glücklichsein der Menschen von ganz anderen Dingen abhängt als von irgendwelchen Geldverteilungen oder von irgendwelchen Digitalisierungen der Gesellschaft. Das spielt für das Glückserleben der meisten Menschen praktisch überhaupt keine Rolle. Und das heißt, man ist sehr weit von Menschenkenntnis entfernt, möchte aber von Menschen, die man nicht kennt, deren Wahlstimme erhalten. Und das wird wohl nicht gelingen. Ja, und deswegen, ich hoffe, dass die Partei, dass sich da als extrem lernfähig erweisen wird, denn ihr fehlt die wissenschaftliche Menschenkenntnis, die wissenschaftliche Gesellschaftskenntnis und die wissenschaftliche Wirtschaftssystemkenntnis. Denn wenn man sozusagen nur die Ideologie des bösartigen Raubtierkapitalismus gelernt hat, aber nicht seine Reflektierung gelernt hat, dann versteht man das Wirtschaftssystem nicht, weil man ja nur die Schokoladenseite des Wirtschaftssystems versteht und damit seine Bösartigkeit bei weitem unterschätzt. Ja. Dann haben wir die 5%-Hürde neu gedacht. Also wir haben jetzt unsere Machtbegrenzungs- und Demokratisierungskette besteht jetzt aus 6 Kettengliedern und zwar auch einer Reform der 5%-Hürde, sodass also man in Zukunft wieder munter Kleinparteien wählen kann, denn wenn man die Partei unter der 5%-Hürde bleibt, dann hat diese Partei eine Erklärung bei den Wahlleitern abgegeben, entweder positiv, an welche Parteien, also an welche Parteienliste dann gilt, wohin die Stimme stattdessen dann geht. Am Ende natürlich an eine Partei, die irgendwo über 5% haben muss, sodass sie dann gültig ist, also wirksam ist. Oder eben, wovon sie abgezogen wird. Also lassen Sie uns mal öffentlich diskutieren, ob es besser ist, dass eine Stimme, die an eine Kleinpartei geht, dann von einer anderen, einer gegnerischen Partei, die über 5% gekommen ist, abgezogen wird oder eher zugeschlagen wird. Die Stimme, damit sie nicht verloren geht, einer Partei, die über 5% schon hat, zugeschlagen wird. Was ist die bessere Lösung? Ja? Was führt zu den besseren Ergebnissen im Sinne einer Demokratisierung der Gesellschaft? Ja, und dann gehe ich jetzt noch mal ganz im Schnelldurchgang durch. Was ist eigentlich die Weltrettungskonzeption der Next Scientists for Future? Ich kann ja gerade mal kurz hier gucken. Erstmal fange ich hiermit an. Ja, Stellungnahme. Ja, der Weltrat der Weisen, nextscientistsforfuture.de, Professor Richard Dawkins, weltweit wichtigster Denker, Weltrat als geistiger Weiterentwickler und Nachfolger. Hier können Sie sehr vieles lesen. Also Gesellschaft kann nicht funktionieren ohne starke positive Anreize. Das heißt, dass eben ohne dass der Supermarktleiter zum Beispiel
belohnt wird gemäß dem Gesundheitszustand seiner Kunden und Mitarbeiter und Anwohner, muss man vielleicht dazu sagen, kann er uns niemals gesunde Nahrung liefern. Das geht einfach nicht, weil er dann pleite gehen würde. Im jetzigen System geht ein Supermarktleiter pleite, wenn er uns tatsächlich gesunde Nahrung liefert, anstatt billig hergestellte, giftige Nahrung. Ist der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse. Das müssen wir ändern durch starke positive Anreize, zum Beispiel Belohnungen, finanzielle Art, Verdienstzuschüsse für gesündere Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und dann plötzlich dreht sich die Welt um und wird positiv. Und das bisherige System kann niemals funktionieren. Es muss uns alle krank machen. Es muss uns übergewichtig machen, krank, unglücklich, süchtig, konsumsüchtig, kaufsüchtig. Es ist ein unglückserzeugendes System, weil unglückliche Menschen konsumsüchtiger werden. Und das Kaufen ist das letzte Ziel. Der Mensch als Käufer ist das letzte Ziel dieses Wirtschaftssystems. Und das ist teuflisch, weil das bedeutet, dass der einsame, kaufsüchtige, unglückliche Single erzeugt wird. Und wer dafür kein Gefühl hat, der wird keine erfolgreiche Partei hinbekommen können. Ja, und schauen wir noch mal kurz ein paar Bilderchen durch. Also, die Welt ist gespalten in Leute, die naiv sind und nur in unserem Gesellschaftssystem, in unseren Behörden und Wirtschaftsteilen immer nur den kooperativen Anteil sehen und vor dem Rest gegenüber dem Rest blind sind. In Wirklichkeit besteht unsere Gesellschaft und die Sparten der Gesellschaft bestehen überwiegend, produzieren überwiegend antikooperative Anteile. Das heißt, sie richten Schäden an und profitieren durch die Schäden, die sie anrichten. Sie schaden der Gesellschaft und bereichern sich daran. Das ist der antikooperative Anteil. Dafür ist ein großer Teil der Gesellschaft völlig blind und er glaubt, handelt es sich überall nur um Wahrheiten und es gäbe nur, wenn da nur ein paar ganz wenige kleine schwarze Schafe. Und dann gibt es eben sehr viele kritische Leute, die sehen den antikooperativen Anteil, haben aber den Irrtum, dass es sich alles um kriminelle Verschwörungen von kriminellen Lügnern handeln würde und übersehen, dass es bei der Masse der Menschen sich um nicht bewusste, vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killer, Viren des Geistes handelt, dass die Leute selber an die Irrtümer glauben und sich also keiner Schuld bewusst sind, wenn sie der Gesellschaft Schaden zufügen und sich daran bereichern. Und das ist also ja auch die große Entdeckung der Next Scientists for Future, dass das Schädliche, der antikooperative Anteil, fast immer auf vorteilbringenden Irrtümern beruhen, die den Trägern dieser Irrtümer als Irrtümer gar nicht bewusst sind und auch meistens den Opfern nicht bewusst sind, weswegen die Opfer dann diese vorteilbringenden Irrtümer auch noch munter weitergeben. Ja, und hier, da kann man, an dem Bild kann man sich also immer wieder klar machen, an der MEMGEAT, an der mimetisch-genetischen Evolutionsanalysetechnik, dass im jetzigen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem der Träger von vorteilbringenden Irrtümern belohnt wird mit mehr leiblichen Nachfolgern, Nachfahren und mit geistigen Nachfolgern, dadurch sich dann also seine vorteilbringenden Irrtümer ausbreiten und zur Massenmanipulation der Weltbevölkerung werden und als diese vorteilbringenden Irrtümer landen am Ende als parasitäre Meme, als Killerviren des Geistes, als Manipulationen in der Weltbevölkerung und zerstören das Leben der Weltbevölkerung und die einzigen, die daran verdienen, sind die jeweiligen Sparten der Gesellschaft mit ihren vorteilbringenden Irrtümern. Die sind die Profiteure des Ganzen und alle anderen sind geschädigt und jede einzelne Sparte alle schädigen sich dann gegenseitig. Und die sechs diskutierbaren Steuerungselemente bzw. Messgrößen könnten sein:
Wohlfühlstimme, Gesundheitsaufwand, Erwartungskurve verglichen mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand als Grundlage der Berechnung der Verdienstzuschüsse von Hausarztersatzpraxen und deren Gesundheitsteams und Gesundheitskommunen und so weiter. Also wir müssen quasi den Belohnungsschlüssel in der Gesellschaft umdrehen. Gutes tun muss belohnt werden. Hier, das sind noch Möglichkeiten, darüber kann man nachdenken. Wichtig ist noch die Steuer- und Abgabenleistung, die man sicherlich nutzen muss, um eben wieder Belohnungen zum Beispiel für pädagogische Berufe zu errechnen und die pädagogischen Leistungen zu honorieren, von Müttern bis Hochschulprofessoren. Und die anderen Sachen kann man mal diskutieren: Sicherheitsstimme, Beitragsrückerstattung, Sonderbelohnungsprämie, wie weit die nicht dann auf die Kritik stößt, dass das zu sehr entsolidarisierend sei im Gesundheitswesen. Ja, Messgrößen, man kann auch jederzeit noch neue Messgrößen entwickeln. Ja, und die gefährlichste Sparte der Gesellschaft, die Sozialsparten, lehren den vorteilbringenden Irrtum, alle Menschen seien gleich, alle Kinder, Neugeborenen seien Genies, und alle seien gleich wertvoll, und so zerstören sie dann die Gesellschaft, weil man muss Politik machen in dem Bewusstsein, dass es Menschen gibt, die genetisch leistungsfähigere Gehirne haben und Menschen gibt, die genetisch weniger leistungsfähige Gehirne haben und dass man entsprechend eine Politik auch gestalten muss, wenn man eine Gesellschaft nicht zerstören will, indem sie zum Beispiel eine zu große Zahl an nicht leistungsfähigen Gehirnen sozusagen produziert und damit sich wirtschaftlich völlig ruiniert und zerstört. Ja, hier die Weltkarte, Nordeuropa, Südeuropa, Afrika und so weiter, USA, Südamerika, Australien. Oder eben auch die Welt in Kommunen. Vielleicht, eventuell hat der Mensch in sich Gene, dass er also seinen größten Glückszustand nur erleben kann in einer Welt der urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunen oder des Bonobo-Schenker-Kommunismus mit bis zu 120 Individuen je Gruppe. Und vielleicht gibt es keine andere Lebensform, in der der Mensch glückselig sein kann, außer er konsumiert sich mit Drogen zu Tode, da kann er auch mal ab und zu glückselig sein. Und ja, und wir müssen das halt möglich machen, dass dann über die Hausarzt-Gesundheitskommunen vielleicht dann wir einige Menschen wieder damit experimentieren, ob sie sich wirklich glücklicher fühlen, wenn sie dann befreit sind von all den vorteilbringenden Irrtümern durch die VIAT, die vorteilbringende Irrtümerabbautherapie, befreit sind von all den manipulativen, parasitären Memen und Killerviren des Geistes, die sie gemeinschafts- oder kommunenunfähig gemacht hatten bisher. Und wenn dann solche Menschen den anderen vorleben, dass es wirklich glücklicher ist, wieder in einer Kommunenstruktur zu leben, dann, ja, dann werden wir das tun. Wenn nicht, werden wir es nicht tun. Ne? Also man wird sich da, die Leute werden das alle selber entscheiden. Ja, und dann gibt es noch den großen Irrtum des Hasses auf unsere Milliardärskönige, unsere Politikkönige, unsere Journalistenkönige. Das macht überhaupt keinen Sinn. Alle diese Könige sind genauso Opfer des Ganzen wie wir alle selber und deswegen müssen wir liebevoll mit ihnen gemeinsam, die sanft und behutsam und liebevoll und zusammen die neue Gesellschaft erzeugen, weswegen auch unsere Zielgruppe ist auch, wir hoffen immer noch, dass endlich mal irgendein Reicher und Mächtiger unsere Konzeption versteht und versteht, dass sie sein Leben glücklicher machen würde. Und der dann das Ganze massiv unterstützt, sodass wir dann endlich von einer Sekunde auf die andere in Tagesschau, in den großen Talkshows überall diskutiert werden und so weiter. Ja, die große Frage ist, wie gefährlich sind die NGOs, die wir ja ungefähr jetzt mal zugeordnet haben zu den Sozialsparten? Wie weit ist sozusagen die Sozialsparten schädigen unsere Gesellschaft, machen Menschen unglücklich und verwandeln sie in Sozialfälle
und bereichern sich dann daran. Und das gleiche Schema haben auch die NGOs. Sie machen das Leben von Tieren und Menschen in aller Welt unglücklich, fördern das unglückliche Leben in aller Welt und sammeln dann Spenden für die Leidenden. Und tun dann so, als ob sie irgendwas gegen das Unglück täten, tun aber aufgrund ihrer vorteilbringenden Irrtümer, an die sie selber glauben, in Wirklichkeit vergrößern sie das Leiden in der Welt. Aber die Geschäftsführer haben am Ende ein gutes Gehalt aufgrund der Spendeneinnahmen. Also die NGOs und die Sozialsparten sind die gefährlichsten Sparten der Gesellschaft, dicht gefolgt von der von dem pharmazeutisch-medizinischen industriellen Komplex und seiner Schädlichkeit gegenüber der Gesellschaft, der quasi uns alle zusammen mit der Ernährungsindustrie in die Krankheit hineinführt und sich dann daran bereichert sozusagen und uns dann festhält in der Krankheit, in der chronischen Krankheit. Das ist nur noch mal die optische Umkehrung, sozusagen Gravitationsgesetz, der Fluss nach unten Richtung Massenschwerpunkt, und man kann auch die Evolution der vorteilbringenden Irrtümer als Fluss nach unten hin zu den Ressourcen, zum Futter und den hochwertigen Eizellen und Samenzellen zum Beispiel beschreiben und also insofern anders denken. Ja, und die Kunst liegt darin, die Evolution der letzten 13,8 Milliarden Jahre dieses Universums verstehen zu können, bis heute mit den entscheidenden Änderungen in der Ereignissen in der Evolution, aus denen man unseren Genbestand erschließen kann, für was wir genetisch konstruiert sind, dass wir eben der zweite Bonobo sind und eben nicht der dritte Schimpanse, weil wir eben dem Bonobo genetisch viel von der Grundstruktur unserer sozialen Intelligenz viel ähnlicher sind. Die Schimpansen zum Beispiel haben nur sehr geringe Kooperationsfähigkeiten, während wir und die Bonobos sehr hohe Kooperationsfähigkeiten haben. Also wir sind in jeder Hinsicht viel ähnlicher den Bonobos, und wie es als der zweite Bonobo, vielleicht sollten wir auch gucken, dass wir vielleicht auch nur dann glücklich werden können, wenn wir irgendwann wieder so leben oder einige Leute wenigstens wieder so leben, wie die Bonobos heute noch leben. Und vielleicht, ja, und dann muss man verstehen, den Degenerationsprozess, der abgelaufen ist, der Evolution der letzten 13,8 Millionen Jahre, also nicht 13,8 Milliarden Jahre, sondern die Evolution der Menschenähnlichen, und wie dann eben hier nach der Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung irgendwann vor 400.000 Jahren oder kurz danach, sozusagen, wie dann unser Gehirnwachstum anfing abzuflachen, wie wir degenerierten, wie wir aufgrund der Tatsache, dass die Sparten uns schädigen, immer mehr Kinder in die Welt setzen. Erstens, wie unsere Gehirne immer mehr durch toxische Stoffe zerstören und sie dadurch kleiner werden. Und wir natürlich auch die Sozialsparten immer mehr aufgekommen sind und dafür gesorgt haben, dass wir viel zu viel Kinder mit kleinen Gehirnen haben und viel zu wenig Kinder mit großen Gehirnen haben. Dadurch ist das Wachstum der hat sich sozusagen, haben sich unsere Gehirne rückentwickelt und sind mittlerweile hier im Jetzt-Zustand schon um 0,15 Liter wieder kleiner geworden, verglichen mit dem Höchststand hier vor 40.000 Jahren. Und am Ende uns erwartet, wenn das alles so weiterläuft wie bisher und die Reformen der Next Scientists for Future.de nicht zum Einsatz kommen, erwartet uns eine Zukunft als degenerierte Krüppel, die dahin vegetieren und am Rollator dahinschleichen. Das ist die Menschheitszukunft, die uns erwartet und die wahrscheinlich unaufhaltsam ist, weil unsere Gehirne schon zu klein geworden sind, um überhaupt die Kurve noch zu kriegen. Ja, es reicht ja nicht, wenn über 20 Professoren, Doktoren eines Weltrates oder der Next Scientist for Future die Lösung verstehen, wenn die Masse, wenn, wenn,
wenn weniger als 51% die Lösung auch nur ansatzweise, wenn die das nicht verstehen können, dann gibt es auch keine Lösung. Ne? Ja, und dann hier nochmal das Links-Rechts-Schema. Die Linksradikalen und Rechtsradikalen sind eben überwiegend die Leute mit den kleineren Gehirnen und die bodenständige, vernünftige Linke, die Next Scientists for Future, das sind die Leute mit den größten Gehirnen. Und hier die Schwarzen und die Braunen. Ne? Das ist die Kurve. Ja, und wie muss man nach Richard Dawkins und Sir Charles Darwin und Alfred Russel Wallace Leben verstehen? Leben ist immer eine Aussackung der Lebewesen in die Zukunft hinein. Hier sieht man schön Nabelschnur und dann das Ungeborene als die Aussackung in die Zukunft hinein. Und statt der Nabelschnur geht das dann bei uns über in den Kontakt zwischen Brustwarze und Lippen des Säuglings sind quasi die neue Nabelschnur und das ist unser Wesen sozusagen. Ja? Ja, und wie immer bei allen Sendungen habe ich vergessen zu sagen, hier unten rechts an dem rundlichen Ding die Wunschgeschwindigkeit einstellen. Das sollten endlich mal alle Leute kennen, dass man grundsätzlich immer jede Sendung in seiner Wunschgeschwindigkeit hören sollte, damit es einem passt. Ja, das war's für diese kurze wissenschaftliche Tagesschau heute. Heute ist wieder ein Talktreffen rund um das Thema Frackparteien und Frackkommunen, freie Argumente, Kulturkommunen. Insgesamt kann ich sagen, die Menschheit wird das nicht packen. Die Menschheit hat zu kleine Gehirne. Es nützt nichts, wenn ein paar Leute groß genügende Gehirne haben, um die Lösungen entwickeln zu können. Die Masse der Menschheit hat zu kleine Gehirne und das wird wohl nichts mehr. Aber was sollen wir machen? Wir machen trotzdem weiter. Ne? Tschüssi, bis bald.